Moin und herzlich willkommen bei The Game Beauty zu einem Let's Play auf unserem Kanal. Es ist unerwartet, ja, ich weiß, aber wie einige vielleicht von euch noch wissen dürften, hatten wir vor ewig langer Zeit, also vor genau 2 Jahren ist es sogar, ja, haben nochmal nachgeguckt, genau 2 Jahre, das sind 3 Tage Unterschied, glaube ich, hatten wir mal einen eigenen kleinen Minecraft-Server, so, und Lars und ich hatten jetzt einfach nochmal richtig Lust darauf, diesen Server fortzusetzen. Wir haben letztes Mal auch schon mit Abonnenten gespielt, hat unglaublich viel Spaß gemacht und wir würden das einfach gerne fortsetzen. Und deswegen wollten wir uns jetzt einfach mal zurückmelden mit Minecraft und nach dem generellen Interesse fragen, ob jemand Lust drauf hat. Also wir haben einen Server stehen, einen Root-Server, ja. Da ist auch genug Platz drauf, aber wir müssen wissen, lohnt sich jetzt der ganze Arbeitsaufwand, dass wir das Ding hier herrichten, dass hier jeder sein Grundstück bekommt und dass wir hier alles richtig einstellen oder ob nachher keiner Lust hat mitzuspielen. Deswegen wollte ich jetzt einfach nur mal kurz nochmal zeigen, was wir damals gebaut haben. Ich glaube, ich fange mal am besten da oben an, weil ich meine, das sieht ja schon einfach geil aus, oder? Also das war mal ein ganz normaler Berg, den haben wir da ein bisschen modifiziert, dass wir da drin wohnen können. Das hier unten war Lars Haus. Hier hat er noch recht klein gebaut. Zu dem im Vergleich, was er nachher gebaut hat. Dann ging es hier hoch in mein Zimmer. Hier oben in. Uch, das war zu hoch. Runter, runter. Runter, runter. Ja, hier oben war leer. Und ganz hier oben ging es auf die Terrasse. Für ein bisschen Ausblick. Das gestaltet sich jetzt so schwer, weil er hier hinten nicht weiter rendert, da an der Stelle. Aber deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal zu Fuß gleich dahin. Oder wir fliegen dahin, es geht schneller. So, hier vorne hatten wir ein hübsches kleines Holzhaus mit funktionierender Türklingel. Ah, schön, wie schief das einfach ist. Und ja, hier, das war Kunst. Und das ist immer noch Kunst, deswegen darf man das nicht hinterfragen, das wisst ihr. Hier vorne ist der standardmäßige Hauptspawnpoint eingestellt, unser kleines Rathaus. Und beachte die Schilder. Übrigens, falls sich einer von euch ein bisschen besser mit Minecraft Server-Administration auskennt, darf er sich gerne bei uns melden. Wir sind mit WorldGuard kommen wir noch nicht so ganz zurecht und vielleicht gibt es ja einen, der sich damit schon ein bisschen besser auskennt. Sonst klappt hier eigentlich alles ganz geil. Übrigens, hier dieses Labyrinth hat Lars und mich haufenweise, also wirklich Stunden Arbeit gekostet. Ich kann mal kurz reingehen. Ja, also wir haben uns hier wirklich richtig Mühe gegeben. Moment, dass hier nachher nichts reinfleucht, wie letztes Mal. Denn ihr seht, das ist alles aus, ja, aus Laub gemacht. Und Laub und schlecht platzierte Lava vertragen sich einfach nicht gut. Und das ist natürlich blöd, wenn man, ja, das dann irgendwie übersieht und hinten fängt dann eine ganze Ecke an zu brennen und da kommt kein Regen mehr hin, weil wir wirklich, wir Armleuchter, Glas drüber gebaut haben. Sieht aber ganz geil aus, wenn man jetzt da unten einen Deppen durchlaufen sieht und die ganze Zeit merkt, was für Scheiße der da einfach nur vor sich hin rennt, um es mal so vorsichtig zu sagen. Hier vorne, vielleicht zeige ich euch das noch. Eigentlich habe ich ja genug Zeit, euch das zu zeigen. Hier unser Farmdorf, das ist wirklich sehr schön geworden. Ich glaube, in dem Haus ist nichts großartig drin. Nee. Da hinten hat irgendjemand, ich weiß nicht, wer es war, ich fliege nur hin, das Haus von Gronkh nachgebaut. Warum auch immer. Wer es haben will, bitteschön. So, das ist nie fertig geworden, weil wir einfach mitten drauf gehört haben. Und hier seht ihr schon, das ist eine der längsten Eisenbahnstellen, die ich, also die zumindest ich je in Minecraft gesehen habe. Perfekt. Ist aber noch was drin. So. Das geht jetzt leider irgendwie recht zügig hier. Das führt, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, ich bin letztens noch einmal mitgefahren. Das führt im Prinzip einmal unter der kompletten Map her. Also zu, unter dem Stück, was wir gebaut haben. Hier vorne übrigens sehr geil. Eine richtig fette Höhle. Und der Lars hat die nochmal schön aufpoliert, dass wenn man durchfährt hiermit, mit dem Minecart, dass man schön was zu sehen hat. Ich habe jetzt irgendwie den Ton ein bisschen laut, fällt mir gerade auf. Ja. Gut. Wofür dieses Ding hier gedacht war, weiß ich nicht mehr. Also wir haben nämlich nie irgendwas transportiert oder geschweige denn irgendwas abgebaut.
Aha, geht doch. Das hier war Lars schuld, weil er nicht mehr rauskam. Und wir haben hier, genau das meine ich, das ist dieses Höhlensystem. Wir haben ein unglaublich riesiges Höhlensystem, wo jeder den Überblick verloren hat. Ich glaube, da hinten war noch ein Eingang, da in diesem Holzbunker. Das wollte ich euch ja noch zeigen, mache ich jetzt auch noch. Und zwar, ich glaube, das ist immer noch nicht alles, was ich euch dann zeige. So, ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Ich glaube, da. Hier unten hat der Lars irgendwo noch einen riesigen Mob-Spawner gebaut. Ja, hier vorne. Da ist das Lager. Ja, Lars-Sachen, das freut mich. Vielleicht kommt man hinten noch durch. Lars hat sich letztens hier durchgebuddelt, weil er den Weg vergessen hat. Ja. Ja. Also wir hatten einfach nur mal zur Demonstration hier Licht angemacht. Natürlich ist das Licht hier normalerweise aus. Hat übrigens prima funktioniert, das Ding hier. Muss man so sagen. Also Lars hat da richtig was rausgeholt mit. Als einziger wirklich. Also als zu der Zeit, als wir dann hier Survival angemacht hatten, war ich schon wieder irgendwie andersweitig beschäftigt und konnte nicht großartig mitspielen. Aber diese Gelegenheit wollten wir eben nutzen, dass wir wieder mit Abonnenten spielen, weil jetzt in Ferien, jetzt hat eigentlich jeder Zeit. Wir haben einen ordentlichen Server, also einen richtigen Root-Server, nicht wie letztes Mal so einen lokalen Scheiß. Übrigens, sieht auch ganz schön aus, so von hier. Ey, das meine ich hier. Es ist so unordentlich. Aber Lars hat sich schon was dabei gedacht, hat er mir letztens erklärt. Ja, und das ist jetzt Müll. Weg. Gefährliche Mine, da. Nee, da verlaufe ich mich nachher wieder. So. Also, wenn ihr Lust habt, auf den Server zu kommen, oder falls ihr sogar Ahnung habt, wie es funktioniert, ja, schreibt es uns in die Kommentare. Ich denke mal, ich werde einfach schon mal so frei sein und, wie heißt hier den oh Gott, mir fällt das Wort nicht ein. Hier die Serveradresse in die Beschreibung packen. Und mal gucken, wenn wirklich genug Leute mitmachen würden, ja, wir sind schon prinzipiell dabei, uns was aufzubauen hier. Haben da vorne das erste Grundstück fertig, werden dann auch weitere Grundstücke zurecht bauen und alles weitere zuweisen. Wenn jemand Lust hat, schreibt es in die Kommentare, ja, dann werden wir auch nachher, wenn genug Leute da sind, bestimmt auch was mit euch aufnehmen. Das war es eigentlich soweit von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.